Rentenfall Herz. Nahezu 20% aller bewilligten Erwerbsminderungsrenten gehen auf eine Herzerkrankung zurück. Guten Tag, mein Name ist Frank Weiß, ich bin Rentenberater bei Rentenbescheid 24 und verantwortlich für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Grundsätzlich sind wir natürlich in jedem Krankheitsbild für Sie da. Es gibt da keine Grenzen. Vielfältige Erkrankungen bei meinem Herz gibt es den Bluthochdruck, es gibt Rhythmusstörungen, Arteriosklerose, Herzinsuffizienz und natürlich Infarktfolgen relativ dramatischer Art. Die Einstiegserkrankung ist der Bluthochdruck. 30% aller Deutschen sind dort betroffen. Schädigungen von Gehirn, Herz, Nerven drohen. Eine Folgeerkrankung nach Bluthochdruck wäre die koronare Herzerkrankung. Haben Sie auch schon gehört. Auslöser oft dann Gefäßverkalkung und Engstellen dann an den Herzkranzgefäßen am Herz. Folge ist, Blut- und Sauerstoffversorgung sinkt im Herzmuskel. Wir werden zunehmend schwächer, bemerken körperliche, mentale Leistungsknicke. Ja, was tun? Ja, Doktor hat es festgestellt. Was können wir therapeutisch tun? Natürlich hilft ein klinischer Aufenthalt dort gelegentlich mit Diagnostik und gegebenenfalls auch mit Stentsetzungen. Eine Reha hilft ebenfalls kurz, aber die Arbeit, aber auch private Belastung holen natürlich wieder ein, stressen und wir sind als Auslöser für so eine Erkrankung wieder präsent. Irgendwann mal kann das natürlich zur ungeliebten Sensation Herzinfarkt führen. Dort verstopfen also Gefäße, Sauerstoffmangel geht unheimlich hoch beim Herzen, das kann nicht mehr leisten. Wir landen auf einer Intensivstation und haben dann im schlimmsten Fall einen Herzinfarkt. Klinik versucht zu stabilisieren, Reha versucht wieder aufzubauen. Ja, was kommt danach? Weiterarbeit. Oft. Ja, das sind ja nicht nur schwerste Herzinfarkte. Ja, über Jahre baut sich dann eine Herzinsuffizienz, also eine Herzschwäche auf, bis irgendwann mal vielleicht, ja, einige schaffen es in die Regelaltersrente natürlich, für andere sind durch die beruflichen Belastungen schon und durch den Krankheitscharakter so geschwächt, dass wir halt Atemnot schon in Ruhe haben. Das wollen wir nicht. So, ja, was jetzt würden Sie mich fragen, was hat denn das nun für einen Zusammenhang? Die ganzen Erkrankungen, was hat das mit der Erwerbsminderungsrente zu tun? Ja, knapp 20% aller Erwerbsminderungsrenten haben mit Herz zu tun. Oft gibt es natürlich nicht nur Herz. Wir haben noch weitere Erkrankungen, wir haben Diabetes, wir haben oft großes Übergewicht, wir haben Gelenkerkrankungen natürlich dazu, wir haben Durchblutungsstörungen auch in den Händen, in Beinen, also eine ganze Menge Leistungsminderung. Die Aufklärung der Auswirkungen ist aber oft, und gerade der summierenden Auswirkungen in der Arbeit, in der Leistungsfähigkeit, sind nicht im Interesse der deutschen Rentenversicherung. Ja, die beziehen sich dann, wenn sie sagen, ja, ich bin herzkrank, nur aufs Herz, dass sie noch mehr haben, vielleicht auch psychische Erkrankungen, Angststörungen, depressiv geworden sind, wird nachrangig behandelt. Wie komme ich nur an mein Recht? Wie komme ich nur an meine Rente? Wir helfen als Rentenbescheid 24 schon im Vorfeld, den Antrag verwaltungsgerecht zu stellen, helfen bei Versuchten, helfen bei echter Ablehnung mit medizinisch und juristisch fundierter Begründung des Widerspruchs, der Klage vom Sozialgericht und reagieren dort richtig für Sie. Denn unser Anspruch ist die Durchsetzung Ihrer gesetzlichen Rente bei schwerer Krankheit oder Krankheiten. Wenn Sie Fragen haben zu kardiologischen Erkrankungen, der finanziellen Absicherung mit der Erwerbsminderungsrente in diesem Krankheitsfall, gerne können Sie mir eine Anfrage schreiben unter anfrage@rentenbescheid24.de oder informieren sich auf unserer Seite rentenbescheid24.de. Vielen Dank, dass Sie uns folgen und sich bei uns informieren. Ich wünsche beste Gesundheit. Herzlichst, Ihr Frank Weiße.